Hallo und herzlich willkommen zu Rudolf Plays. Ihr möchtet wissen, wie man den Epic Games Launcher richtig deinstalliert. Dazu geht ihr auf Start. Dann wählt ihr das kleine Zahnrad an. Das nennt sich Einstellung. Dann geht ihr auf Apps. Dann wählt ihr das entsprechende Programm aus, hier den Epic Games Launcher, drückt auf Deinstallieren. Dann wird er nach einer Bestätigung gefragt, dann drückt er noch einmal auf Deinstallieren. Ja, dann müssen wir den Launcher erstmal schließen. Das ist dann hier unten in der Taskleiste, klickt er mit dem Rechtsklick drauf und dann auf Beenden. Dann auf Retry für Wiederversuchen. Dann würdet ihr gefragt, ob ihr deinstallieren dürft. Dann müsst ihr Ja klicken. Das wird jetzt natürlich nicht angezeigt. So, dann wird der Epic Games Launcher deinstalliert. Und jetzt ist er auch schon verschwunden. Wie ihr ihn runterladet, habe ich ja schon ein Video gemacht. Der ist jetzt bei mir im Download-Ordner. Vor der Neuinstallation solltet ihr das System komplett neu starten, über Start, Ausschalten, Neu starten und dann hier den Epic Installer nochmal öffnen, den ihr dann runtergeladen habt. Dann installiert ihr den wieder, sagt wieder ja, das wird jetzt nicht angezeigt bei euch. Und dann wird der Epic Installer neu installiert. Und normalerweise funktioniert er danach schon. Jetzt lädt er noch ein Update runter. Und jetzt will er noch was wissen, da müssen wir nochmal ja klicken. Und normalerweise sollte dann jetzt auch angehen. Ja, das tut er dann auch. Ja, war nicht so schwer. Vielen Dank fürs Zusehen, euer Rudolf.